zurück nach Görlitz, denn am 5. Juli 1995 wurde der 5000. Doppelstockwagen feierlich aus der Halle gezogen. Eine Entwicklung, die 1936 begonnen hat und bis heute nicht abgeschlossen ist. Oh, 1997 folgte dann wieder eine neue Generation der Görlitzer Doppelstockwagen. Charakteristisch ist die neue aerodynamische Stirnfront. In der neuen Montagehalle können die Wagen federleicht auf Luftkissen bewegt werden. 10 Jahre zuvor war der Waggonbau Görlitz noch ein volkseigener Betrieb. Zu den ersten Bestellern gehörte DB Regio Berlin-Brandenburg, denn neben der neuen Form gab es auch eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit von 140 auf 160 km/h, mit der der Airport Express von Wittenberge über Berlin nach Jüterbock unterwegs ist. Ausfahrt in Berlin-Schönefeld. Ebenfalls neu ist die Platzierung des Lokführers, der jetzt in der Mitte sitzt. Gewohntes Design im Innenraum, Mehrzweckabteil im Unterdeck und die erste Klasse im Oberdeck. Erstmals erhielten die Wagen eine Klimatisierung für den Fahrgastraum, der mit 38 Plätzen in der ersten und 41 in der zweiten Klasse ausgestattet ist. Die entsprechenden Wagen dazu verfügen je nach Ausführung über bis zu 128 Sitzplätze. Weiterhin im Einsatz sind die alten Doppelstockwagen, gut zu erkennen am eckigen Dachbereich. Ab 1995 wurde der alte Steuerkopf leicht modifiziert. Das dritte Spitzenlicht rutschte zwischen die Führerstandsfenster, um einer Zugzielanzeige Platz zu machen. Außerdem gibt es ab jetzt die erste Klasse. Im leuchtenden Verkehrsrot hatte ein Doppeldeckergespann in Belzig Halt gemacht.